Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. 64 Tage haben wir überlebt. Sehe ich gerade. 64 Tage. Das ist ja erstaunlich. Und ja, dass wir immer noch am Leben sind. Wir hatten schon 2 Monate auf diesem Floß. Auf diesem wunderschönen Floß. Ja. Wie man hier sehen kann, wir haben uns hier eine richtige Base eingerichtet. Ja. Das ist unsere Basis. Die kann uns keiner nehmen. So, wir sind aber immer noch ein bisschen planlos, habe ich so gerade das Gefühl. Ich habe ja herausgefunden, wie wir jetzt an das Pulver rankommen. Mhm. Dass wir unbedingt die grünen Punkte ansteuern müssen. Was mit dem blauen? Ja, steuern wir erstmal die grünen Punkte an, weil vor allen Dingen die grünen. Nein, das ist doch genau deine Farbe. Und hier, ich betrachte hier gerade das schöne Blumenbeet hier. Nein, kommt schon eine Insel, eine kleine. Da kommt schon eine kleine Insel? Ja. Ich bin durch die Tür durchgefallen. Bist du durch die Tür durchgefallen? Wie konnte das denn passieren? Ich muss ja mal was hinbauen, irgendwas. Und ich sehe, wir haben hier eine Totenkopfflagge. Ja, wir kommen sowieso nicht zu dem blauen hin. Das geht immer weiter weg. Da wollte ich mal testen. Warte mal, lass mich mal kurz den Anker lichten. Ja, gerne doch. Mal kurz den Anker lichten und dann gucken wir mal. Bewegt sich das Ding immer noch weg? Nö. Nee. Dann weiß ich nicht, wieso wir da nicht näher dran kommen. Dann macht auch keinen Sinn. Ich hab was. Ist er gerade zu unserem Blumen gegangen? Nein. Er kam von hier unten lang. Flogen. Nee, er hat sich natürlich an unserem Fressen zu schaffen gemacht. Aber keine Sorge, das habe ich schon erledigt, weil man nennt mich ja auch Master den Vogeltöter. Ja. So. Ja, sieh dir mal meine Kopfbedeckung an. Das sagt doch mehr als 1000 Worte. Eine Sekunde. Weißt du, oder? Wo ist der? Vogel. Vogel. Und oh, du hast einen Warzenschweinkopf. Weiß ich gar nicht mehr. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen her, seitdem wir gespielt haben, weil Daniro keine Zeit hatte. Ja, ja. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Wir haben wieder vor, 3 Parts aufzunehmen. Ja. Nehmen und ey, das war mein Fass. Mein Fass. Braucht die ganze Zeit Holz. Ich brauche auch Holz. Ah, ich soll meinen Anker. Oh mein Gott, ich hab den. Au! Ah! Soll meinen Anker hier lichten. Dieses verdammte Miststück. Aua! Okay, aber. Würdest du bitte mal mit dem Floß etwas näher rankommen? Oh, hey, und ich habe Ananassamen gekommen. Hier, Ananassamen. Hier. Und Wassermelonen. Ja. Und alles ist hier gesponsert von Ananas. Die Zutat lautet Ananas. Ich glaube, mir fehlt ein Werkzeug, weil ich habe hier. Ich tue meine Dinger immer hier so anordnen in der Leiste. Ich habe einen leeren Punkt. Ich weiß nicht wieso. Einen leeren Punkt. Ich habe Du weißt nicht wieso. Ich habe einen Haken, einen Speer, eine Axt. Irgendwas fehlt mir, glaube ich. Kann ich dir nicht weiterhelfen. Nee. Ich weiß nicht. Oh, ich bin auf irgendwas. Ich sammle erstmal Planken. Und Kokosnuss. So, ich brauche irgendwas zu essen. Und meine Axt ist kaputt. Cool. Wo ist unser Essen? Da ist unser Essen. Wo ist unsere Nahrung? Warum ist eine Lager leer? Weil es leer ist. Warum sind hier Teile nicht repariert? Oder nicht? Nicht. Es ist so lange her. Ja, es tut mir leid. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. So, nimm mal das hier. So. Reparieren. Wir warten nochmal. 2 Kartoffeln, 2 Rüben, ne? Ja. Brauch unbedingt tatsächlich auch noch, 9 Haken. Aber erstmal werde ich uns ein paar Kartoffeln machen. Kartoffeln!
Und warum Kartoffeln? Weil Kartoffeln sind cool. Ich hatte jetzt gerade jeden Tag vom Wochenende hatte ich irgendwie Kartoffeln gehabt. Ja, gut. Weil wir sind Deutsche. Wir leben die Kartoffeln. Wir sind die Kartoffeln. Vielleicht mal eine Schüssel. Wo sind die Schüssel noch? Dafür. Oh Gott. Wo sind die Schüssel? Ich habe keine Ahnung, wo die Schüsseln sind. Warte mal, hier glaube ich irgendwo. Was war denn hier drin? Hier sind die Schüsseln. Ich habe die Schüsseln gefunden. Ich brauche eine. Oh, und wir haben fast keine mehr. Wir müssen mal wieder Ton finden. Ja. Haben wir noch Ton? Gott. Das ist ein Pilz. Oh mein Gott, mein Inventar ist schon wieder voll gefüllt. So, wieso habe ich? Ja. Das war mein Mülleimer. Das ist mein Mülleimer. Hau ab, verpiss dich gefälligst. Warum tust du nichts dagegen? Hey, Hammer. Ich wollte jetzt überlegen, soll ich einen Pfeil dafür verballern oder nicht? Du weißt, dass du die Pfeilheile alle wieder zurückbekommst? Ah, okay. Stimmt. Warum ist... Oh. Das kann ich dazu nur sagen, einfach nur... Oh. Ich mache Abendessen. Ja. Und ich mampf jetzt Ananas und ich mampf Kokosnuss. Und Wassermelone. Also noch voll, ja. Gut. Dann da rein. Haben wir keinen Ton mehr? Rein. Ich weiß nicht, hast du? Ich habe keinen Ton irgendwo gesehen, aber da unten ist noch Metallerz, aber solange es dunkel ist, werde ich da nicht runtergehen. Ich bin doch nicht blöd, ich bin im Mediamarkt und außerdem, ich brauche noch einen neuen Haken tatsächlich. Nicht, also. Gegarte Hähnchenschenkel. Möchtest du auch ein Hähnchenschenkel? Ja, gleich. Ich habe gerade gegessen. Ich habe auch gerade gegessen. Aber ich halte ihn in der Hand. Und ich bin bereit, mit der linken Maustaste diesen zu futtern. So. Wir machen uns mal um unsere Ernte hier kurz. Haben wir Holz? Haben wir irgendwo noch. Ja, ich mache mal zwei neue Haken. Ich irgendwo den Hai. Ich bin gerade im Ding hier drin. Wo ist er? Dieses Miststück, ne? Weißt du was? Ich hole mir eben eine Planke und viel Kunststoff. Ich repariere das eben. Wie viele anderen das sind, so die alles haben. Ey. Ja, so, ne? Das jetzt ist gerade 10 hin drin. Ich noch mal 2, 3, 4. Nom, nom, nom. Okay. So, warte, ich werde eben die Stellen reparieren, die der Heiger gerade hier weggesnackt hat. So, okay. Repariert. Da ist er nun, da ist er noch eine Stelle kaputt. Ich habe noch ein bisschen Ton hier. Dann mach mal, dann nutzt man den Ton, um neue Schüsseln zu machen. Mhm. Weil wenn wir keine Schüsseln haben, dann ist es nicht gut. Dann ist dies nicht gut. Da haben wir Steine. Ja. Alle. Planken noch. Ich muss mir auch auf jeden Fall eine neue Axt machen. Ich nehme mal eben die Steine. So. Und Steinaxt. Achso, ja, ich wollte mal. Nägel, weg damit. Ne. Einige unserer Dinger sind schon voll. So muss das. Ja, so muss das. Wir sind organisiert. So, und jetzt gönne ich mir einen Hähnchenschenkel. Komm. So. Warst du schon auf der Insel? Ich war schon ein bisschen auf der Insel, aber ich wollte noch da drunter gucken, weil da unten habe ich noch Metallerz gesehen. Aber das will ich erst machen am Tag. Vor allen Dingen, sei vorsichtig, da schwimmen Haie. Was? Ja, kein Mist hier. Da draußen sind Haie.
Aber haben Sie eigentlich was gegen meine Familie? Da sind Seeungeheuer. Warte, was mal los, ey. Aber habe ich da echt eine liegen lassen? Was denn? Das wieder hoch. Bonk. Na! Ich höre schon wieder. So, also für Holz ausgezeichnet. Warte. Moment mal. Ich glaube, da saß gerade ein Vogel in dem Nest. Warte, wo? Ich weiß gar nicht, wo unser Nest ist. Das Nest war oben gewesen. Nein. Aber Vogel ist weggeflogen. Hat er ein Ei hinterlassen oder irgendwie sowas? Nee, er hat nichts hinterlassen. Boah. Ja, Mann, wir können die einfangen so, oder was? Wie soll ich die einfangen? Mit meinem Kescher? Soll ich die mit meinem Kescher einfangen? Nee, mit einem Netzwerfer nehme ich an. Irgendwann. Ich habe den Netzwerfer, aber ich habe keine Munition. Oh, hier ist Eisenerz, glaube ich. Metall. Und immer noch, ich habe keine Munition. Ja, ich weiß. Ich meine ja auch nicht jetzt. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben. Ja, ja, ja. Schreib mich nicht an. Ich habe auch Gefühle. Okay. Hier sehe ich das an. Hier sehe ich in der Niro an. Aber nicht gegossen, ey. Metallerz, ne, Stein, verdammt. Oh, eine Kiste. Donk. Oh, sei Rezept einfacher Smoochie. Verdammt, haben wir schon. Ja, haben wir schon. Dreimal mittlerweile. So, Seetang. Sieh sich meiner diesen Tang an. Wo ist das hier? Da, Metallerz. Und dann noch dieser tolle Tang. Ah, naja, also du strotzt ja gerade so vor Gesundheit, ne? Ja. Ja, hier dann noch diese wunderbaren Waschbärbauchmuskeln und dann noch dieser tolle Tang. So, das war Sand. Oh mein Gott, ich bin ja voll weit weg von der Insel. Ah. Oh Mann, noch. Ah. Irgendwie greift mich der Hai gerade nicht an. Ja, weil der Hai die ganze Zeit bei mir ist, natürlich. So. Und ey, es wird Tag. Oh, ist voll der Jackpot hier. Das ist schon mein siebtes Metallerz, ja. Boah, Alter. Ja, ich habe da unten Metallerz gesehen, aber da der Hai da die ganze Zeit da bei mir am Rumschwimmen ist. Ja. Dann mit dem Jackpot raus. Boah, du Metallerz? Kommst mit dem Jackpot. Wenigstens einer, der mit dem Jackpot kommt. Ich werde angeln. No, ich hab schon lange mal geangelt. Ich habe gesehen, wie du von unter Wasser gesehen, wo du das Ding reingeworfen hast. Ja, weil diese Wellen hier gerade so übel am Schwingen sind, ey. Oh, hi. Das halbe Floh steht hier teilweise unter Wasser. Ja, ich habe doch gesagt, dass da unten Haie sind. Ja, ich glaube, wir können ja weg. Oder? 7 Metallerze. Versuchen wir mal zu diesen grünen Punkten zu gehen, wenn der eine blaue Punkt die ganze Zeit von uns abhaut. Hey, du Stück. Pass uns nicht an. Weil so wie ich da das gesehen habe, gibt es bei den grünen Punkten tatsächlich auch Kugelfische. Ja. Und die Kugelfische, die sollten wir halt mit Pfeil und Bogen unter Wasser abschießen, wie auch immer das möglich ist. Ja, wieso soll das nicht möglich sein? Boah, ich falle ja die ganze Zeit runter, ey. Ich muss ja mal Dings hier ab. Ich muss mal hier Dach abdecken, ja. Ja, deck mal das Dach ab, ich fang uns hier unser Mittagessen. Außerdem sollte ich vielleicht unser Segel hier in der Nähe hinpacken, damit ich nicht die ganze Zeit immer hier hoch und runter gehen muss. Ich habe Wels gefangen. So, ich tue jetzt erstmal das Ding hier. Wie machen wir das nochmal so? Machen wir das. Jetzt muss ich wieder Nägel haben. Ich habe einen Schuh gefunden. Yes. Oh, geil. War schon lange nicht mehr. No. Na, ich habe einen Vogel. Mann, platt. So. Wo ist es? Hier ist es. So. Nägel. Da. Nägel. Ich mal ganz einen Shot hier mit. Wegpacken. Halt mal kurz an. Aua. What? Ich kann gar nicht, ich bin beschäftigt. Oh.
Okay, ich habe angehalten. Nach wo ist das Fluss? So. Okay, kann weitergehen. Boah, jetzt das Ganze selber. Das Ganze selber hat den gejagt hier. Doch, alles muss man selber machen, ey. Was mache ich nur mit dir? Was soll ich nur mit dir machen? Ich weiß nicht, mein wertgeschätzter drauf, Kollege. Holzboden war das, ne? Ja. Oh, ich hab Ton. Ja, toll, das hält jetzt hier nur ein so ein Ding hoch, ist klar. Ich glaube, wir müssen immer erst die Räume bauen und dann die Möbel dahinstellen. Ja. Weil ich muss jetzt hier die ganze Zeit hier rumbauen, das ist voll nervig. Ich tue erstmal den Ton hier mal rein. Und ich platziere dann mal unseren Schuh. So. Stellt euch auf hier, ihr Schuhe, in Reih und Glied. Yeah. Mach mal das. Da war die Samenkiste. Ich kann einfach so machen. Okay, kann ich jetzt einfach daneben. Ah, okay. Boah, dann brauche ich ja die ganzen Säulen nicht. Sorgt nur dafür, dass unsere Bude nicht hier nicht auf den Kopf fällt. Ich sehe noch eine Insel. Ich brauche mehr Planken. So, oh, da flicken. Schwimmen fast direkt durch den Boden. So. Oh, hier ist der Loot drin. Der Loot ist hier drin. Ja, meins, alles meins, blutigen Anfänger. Und unbedingt. Unbedingt Rucksäcke. Ja, unbedingt. Da machen wir einen auf Bär und Vogel. Ich bin jetzt kacken 30. Ich mampf einfach Daniros Kartoffeln weg. Aber hier, Daniro, ich mach dir mal richtig gutes Mittagessen. Mach das. Und auch hier. Na! Du Miststück! Du Miststück! Kann ich jetzt einfach hier hinbauen? Ja, voll dämlich gewesen. Da müsste ich ja überall die blöden Säulen hier bauen, ne? So, alle Mann nach Westen. Oh Gott, ich bin noch verdursten. Dann mache ich das falsche Ding. Mache ich das so. Glaube ich. Bau das Ding dahin. Haha! Ja. Nehmen so. Okay, oh, ich bin am verdursten. Dann musst du was trinken. Ich bin mit meiner Flasche durch die Gegend. Wie ein Zombie. Warte, Moment. Ich muss den Anker richten. Oh mein Gott. Falls du dich fragst, warum wir stehen, guck mal da. So, oh, okay. Und hier, guck mal da, Essen ist fertig. Ich brauche gerade nichts zu essen. Ich brauche auch gerade nichts. Ich brauche eher trinken. Hier kannst du entweder den Wels haben oder den Lachs. Eins kannst du haben, das andere nehme ich. Mein Gott, kannst ja dreimal dann knabbern. Ja, warte, Moment.
Ja, unsere Schmiedebox wird auch langsam voll. Muss mal Insel erkunden. Oh, hier gibt's Bäume. Erstmal Federn wegwerfen, brauche ich hier nicht. Erstmal schön Natur verschmutzen. So, mein Gott. So, die ganzen Melonen und so, die nehmen den ganzen Platz weg hier. Kokosnüsse. Steine, Seile, Kupfer. Ich hab den Blatt. Weg damit. Na, jetzt habe ich eine Mango fallen gelassen. Wir sind hier noch ein Blatt drin. Aber erstmal den Wels aufgefuttert. Na, in einem Zug. Noch denn ich bin immer jemand, der hungrig ist. Wissen wir ja alle. Ich bin immer hungrig. Hallo, ich bin hungrig. Hm. Und wer bist du? Ich bin ebenfalls hungrig. Ich dachte, du bist durstig. Nein. Der Name ist Durstig. Da. Ist hier oben vielleicht irgendwas drauf? Ne, hier ist ein. Hier ist nicht wirklich was. Die Insel hat sich echt nicht wirklich gelohnt, außer ein paar Bäume. Ich muss mal unsere Topfpflanze in unserem Zimmer hier auf dem Boden stellen, weil sonst kann ich da keine Wand hinbauen. Ja, keine, gut, mach mal. Keine Decke. Jetzt habe ich deine Hängematte. Was? Ah. Oh. Hey, verunstaltet halt nicht unsere Bude. Warum kann ich nicht? Hat schon lange gedauert, dieses Schild anzubauen. Und dann noch da drauf zu schreiben. Ich muss den ganzen Tisch entfernen. Ne? Das war eine ganz schöne Arbeit. Ich muss den ganzen Tisch entfernen. Ja, okay. Baue ich gleich wieder auf. Da. Na, will ich hoffen, dass du das wieder aufräumst. Warum packst du das da hin, Mann? Ich guck doch auf das Ding. Warte mal, wo ist überhaupt ein Metallspeer? Packst du das da hin? Ah. Was? Da. Ich muss mich mal um Heiko, Mann. Komm her. So geht das nicht. Ich stehe doch direkt davor. Boah. So. Aber also, es funktioniert. Es hat funktioniert. So. Wieso kann ich hier nichts bauen? Ich liefere mir halt einfach gerade mal den einfachsten Kampf mit einem Hai ab. Oh fuck, jetzt habe ich keinen Speer mehr. Oh nein! Ich glaube, der Hai gewinnt dann. Warum kann ich hier nichts bauen? Hier ist doch nichts drunter. Ha! Oh, ja. 10 Hai. Ja, ich habe den Hai gerade getötet. Weißt du, wie ich den Hai gerade getötet habe? Mit dem Speer? Mit einem Pfeil. Nee, mit einem fucking Pfeil. Ich habe keinen Platz mehr. Ich schmeiß die Almsamen weg. Ich will den Heilkopf mitnehmen. Ich habe einfach gerade noch einen Pfeil hingeschossen. Das hat gereicht. Heute gibt's Haifleisch. Oh, okay. Warte. Boah. Mango-Samen. Such ich mal zu den anderen Samen. Oh mein Gott, dann mache ich das eben nochmal weg. Brauchen irgendein. Ich glaube, ich mache uns irgendwo nochmal so eine Essenskiste hin. Da können wir den ganzen Fisch reintun. So. Lagerräume. Ich brauche Schrott. Ich brauch Seil. Bevor ganz klar, damit gut. Keine Sorge, Leute. Ja. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne?
Stadt dahin. Kann ich jetzt hier auch einen packen? So. So. So, ich habe jetzt mal noch eine Essenskiste platziert. Da können wir unsere Fische reintun. Okay, warum kann ich an dieser Stelle nichts hinbauen? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist eine Stelle, wo ich hier versuche, was hinzubauen, das geht nicht. Hm. Sehr seltsam. Aber ich werde jetzt erstmal hier ein paar Hähnchenschenkel platzieren. Ja, denn heute gibt es Haifleisch und Chicken. Hallöchen. Ja, mach schön die Dekoration wieder richtig. Ja. Lass mal schlafen, geht nichts, eh nichts. Ja gut, gehen wir schlafen. Ich habe irgendwie einen blöden Kabel da oben. Warum ich das nicht dahin bauen kann, ne? Hm? Hier, genau hier kann ich irgendwie nichts hinbauen. Da oben. Hm. Wenn das wohl liegen könnte, boah. Boah, mach das Radio aus, ey. Aus meine Fresse, ey. Hey, Frühstück ist fertig. Alles klar. Sag, ich geb dir was. Ich komm eben zu dir hoch. Na hier, muss wieder zu Kräften kommen. Na hier. Da liegt dein Frühstück. Ja, ich mach schon gleich. Da. Einsatzkontrolle. Ich bin auf dem Wels, ja. Okay. So. So, weiter geht's hier. Achtung, Einsatzkontrolle. Ach. Wo liegt denn da? So, irgendwas fallen gelassen da hinten. Ja, ich hab für dich Haifleisch fallen lassen als Frühstück. Nein, ich meine hier im Wasser. Ach so, Palme. Das sind Palmsamen. Da ich muss es ja ab. Das waren nur Palmsamen gewesen. Die habe ich halt nur abgeworfen, damit ich den Heilkopf mitnehmen konnte. So, Wasser ist am. Das kommt noch. So, Zeit zum Planschen. Dann ist über der Melone. Eine. Ich habe zwei Melonensamen zurückbekommen. Yay. Na, das gibt's nicht. Nee, dieser Hai hat wohl gerade herausgefunden, dass ich gerade seinen Bruder getötet habe. Ja. Aber dann so, du hast Jürgen umgebracht. Was? Und so, ja, hab ich. Na, Headbanger. Wait. Da. So, einen Sand da rein. Moment. Da. Da war gerade einer im Nest. Wo ist unser Nest überhaupt nochmal? Hier ist das Nest. Ah. Da ist das Nest. Muss ich irgendwo anders hinpacken? Ja, solltest du mal tun. Vielleicht sollten wir auch mehr Nester machen. Ich erst mal wissen, was die machen, ne? Oh, man kann halt auch an der Wand packen, glaube ich. Hm. Oh. Warte mal. Ich mache mal mehr Pfeile. Ich brauche Seile. Machen wir das mal. Ich brauche mehr Seile. Mehr Seile! Und ein Holzspeer. Da oben. So, ich bin bereit, diesen Gefahren zu trotzen. Ja, das definitiv bist du nicht. Bist du high? So, trinken, genau. Oh fuck. So, erstmal was für mich, dann was für die Pflanzen, dann was für mich, dann was für die Palme, dann wieder was für mich. Und was ist mit mich? So. Ich muss verhungern. Du hast mein letztes Essen gegessen. Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern.
So. Hast du alles von der Insel? Ja. Ich muss mich hier gerade noch so ein bisschen mit dem Hai fighten. Nun können wir. Noch nicht ablegen! Ablegen? Nicht ablegen! Oh, nein. Weißt du nicht die Rüben am Boden, Mann? Die Rüben? So, nein. Ja, ja, du Hai, ich kann das den ganzen Tag machen. Ich kann dich die ganze Zeit anstochern. Du hast keine Chance, Hai! Warum kocht er nicht? Ich nenne ihn Heiner. Der Heiner den Hai. Warum tut der Topf hier nicht mehr? Hallo? Warum geht der Topf nicht mehr? Keine Ahnung, warum der Topf nicht mehr geht. Ich habe zwei Rüben, zwei Kartoffeln reingepackt. Vielleicht weil da keine Planken drin sind. Das Ding braucht Planken? Ja, das Ding braucht Planken. Was ist aber das denn? Oh, das ist noch nicht. Das ist noch nicht. Na, scheiße, ich bin tot. Hilfe, ich bin tot. Wo bist du? Ich bin im Wasser. Ja, wo? Ah, da. Eigentlich müsstest du mich sehen. Der ist schon so gut wie tot. Ja, warte. Oh Gott, ich bin gerade voll am Lenken, glaube ich. Nein. Ja, klappt nicht. Save me. Würde ich mit dem Haken reinziehen. Wolltest du mich mit dem Haken reinziehen? Ich muss dich fallen lassen, um die Tür aufzuhören. Ausgezeichnet. Was ist passiert? Hier, Danilo, was ist hier passiert? Was? Ich bin Hai gekloppt, nehme ich an. Ich soll mich mit dem Hai gekloppt haben? Da ist nicht lache. Ich lache doch. Na, komm mal weiter. Eigentlich müsste ich mich noch rächen. Dann können wir weiter. So, warte, ich bin Vogel. Ich habe unser Nest übrigens da hingepackt. An der Wand. An der Wand? Ja. Da oben. Und, wenn ihr was bringt, aber gucken wir mal. Ein Vogel. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre nur, ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn auch. Moment. Also, wo geht denn der hier unten lang? Auf unsere Blumen? Der futtert unsere Blumen hier die ganze Zeit weg. Der futtert unsere Blumen weg. Was soll denn das, ey? Boah, ich muss jetzt mal gucken, welche da noch mal waren hier. Ich hab die Schwarzen. Ja. Oh. Ich hab schon gewundert, weil der ist die ganze Zeit von dir gekommen. Ja, ich hab's da auch die ganze Zeit gehört und außerdem, wir brauchen unbedingt Ton. Hm. Oh, Glibber habe ich auch mitgenommen. Das wird ja noch gelb, ne? Ja. Ach, genau, drei noch übrig. Und Seetang platzieren. Ein paar neue Sachen einpacken. Wir haben so mal hier Zeug. Ja. Das Kupfer, das Sand, das Metallerz, das Sand, das Glas. Es ist transparent. Ach nee. Aber ich krieg genau die Sachen alle zurück. Perfekt. Boah. Wir haben auch kaum noch Tonschalen. Achso, doch, wir haben noch voll viele Tonschalen, habe ich gerade gesehen. Du hast letztens welche hergestellt, ja. Ja. Pickup Gemüsesuppe, beginne mit dem Kochen. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, mir die Gemüsesuppe mal zu nehmen. Ja, mach das. Okay. So. Trinken. Weg damit. Hier, was macht ihr alle in meiner Bude? Ich nehme auch mal eine. Ja, mach mal. Aber so, gar nicht fertig. Na. Okay. Oh mein Gott, ey. Oh. Nein, jetzt bin ich hier schon wieder reingefallen. Ja, Insel vor uns. Schon wieder? Wo denn? Wir gehen direkt auf zu.
Noch eine Insel. Das ist schon die dritte Insel, ey. Heute ist ja hier, hier Insel-Roulette. Ja. Brauche ich mal nur noch hier die blöden Fische hier. Ja, ein paar Kugelfische. Die wir dann hier mit dem Pfeil abschießen können. Vogel, wo bist du? Warte, ich krieg diesmal. Du gehst auf unsere Blumen los, ich hör schon. Boom. Was so? Hey! Ich hab den getroffen, was so? Der tut einfach weiter Headbang. Was? Der Headbangt weiter? Liegt er bei dir bei den Blumen irgendwo? Nee, bei mir liegt kein Vogel. Boah, ich hab den abgeschossen. Jetzt headbangt der da hinten. Es ist da hinten am Headbangen im Wasser. Boah. Hier, wirf den Anker und dann setzen und dann schauen wir uns hier mal um. Muss unsere Blumen erstmal gießen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Pässchen natürlich. 7, 8. Nehmt euch in Acht. Hier, 2, 3, 4. Auf die Fresse kriegen wir. Wie in dem einen 3D World Part, weißt du noch? Ja, genau, von uns war das, ne? Ja, das war von uns. Ja. Oh. Sonst gute Zeit, ne? Naja. Kannst ja kannst ja so als Gag ja dann noch einfügen. Hey, da oben ist eine Kiste. Let's go. Boah, da waren viele Planken drin. Ah, ich brauche Planken. Nein, das sind alles meine Planken. Meine Planken. Meine. Schon mal unsere Antennen alle da einpacken. Gott. Boah, hier sind so viele Planken. Planken. Habe ich überhaupt noch Platz? Nein, ich habe keinen Platz mehr. Zu nah an der Antenne, boah. Boah, hier sind... Oh, ich hab sogar ein Scharnier gefunden. Cool. Oh. Zu nah an der anderen. Boah, man muss die sogar auseinander irgendwo hinpacken. Leute. Leute, ne? Na gut, dann. Immer die mein uns sagen zu müssen, wie wir zu bauen haben, ne? Ja. Schlimm, ne? So. Ressourcen. Ach. Warte mal, ich könnte mir tatsächlich mal versuchen, so eine Sauerstoffflasche zu bauen. Ja. Mein Materialien für eine zweite Flasche hätte ich ja. Erstmal rüste ich meinen Speer wieder aus. Ich habe das Gefühl, dass Gott, unser das Freund, dass Jürgen hier irgendwo rumschwimmt. Da schwimmt er auch schon. Boah, guck mal, wie viele Planken da drin waren. Ich werde gleich wieder bauen. Oh. Wie soll man mit ein paar Kugelfischen aus? Ja. Schau gleich auch mal selber nach Kugelfischen. Ich muss mich hier gerade mit dem Hai rumschlagen. Wir sind doch nur bei ganz großen Dingern, ne? Also ich habe gesehen, dass sie halt auch bei grünen Punkten irgendwo sind. Fuck. So. So, warum kann ich das nur so komisch dahin packen? Und dann packt er da hin. Leute. So. Hm. Also kann ich da hin. So, wieso kann ich an einigen Stellen nichts bauen? Ich weiß es nicht. Na hier, ein Ort, an dem sich Seemöwen ausruhen. Halte ausreichend Abstand, da die Vögel sehr schreckhaft sind.
Was ist? Nicht. Nur fallen. Nichts. Ja, hier hat mir keinen Schreck ein, okay? Wieso kann ich da nichts bauen, Mann? Boah. Ich weiß es nicht, Mann. Ich baue mir jetzt eine Sauerstoffflasche. Oh, da hinten. So. So. Brauche ich noch Planken, ist klar. So. Leg da nicht an die Antennen. Okay. Hier kommt einer hin. Und hier kommt einer hin. Und ganz doll da. Und ganz doll da. So. Oh. Wo steckst du? Hier kannst du es fahren. Oh. Was zum? Hm? Ich treffe die, aber bringt nichts. Sie bei mir am Glitschen, die Dinger. Also bei mir ist der tot. Der liegt hier. Ja, dann nehmt ihn auf. Bei mir ist er noch am Weiterhaben. Übrigens hier, schau auf meinen Rücken. Das ist eine Sauerstoffflasche. Yes. What? Oh, nee, du hast bei mir was im Mund. Was? Du hast eine Wasserflasche bei mir im Mund. Warum? Alles klar. Warum halte ich sie im Mund? Sieht aus wie ein Nezuko aus Demon Slayer. Nein. So. Ja, halt wie gesagt, jetzt kann ich halt länger unter Wasser bleiben. Übrigens, deine Gemüsesuppe ist fertig. Okay. Gemüsesuppe ist fertig. Ja, ist fertig. Ist fertig? Ja, ist fertig. Ich tue dir immer nur. Ich tue dir immer nur so als Standard so da reinpacken. Also erstmal eine Kokosnuss. Mit Schale. Mit Schale? Ja. Vor allen Dingen mit Schale. Du hast gesagt, dass du Planken brauchst, ne? Ja, ich brauche immer Planken. Na hier, dann gebe ich dir Planken. Immer da, immer. Da liegen Planken. Ja. 20 Stück. Zirk, hab 20, Spaß damit. Boah. Hab Spaß damit. Boom. Ich sehe. Ja, hör dir das Kinder, Daniro hat Spaß. So, jetzt sag mal nicht, kann ich an diesen einen Ding ja was hinpacken. So. So, dritte Stock ist fertig. Yeah! Und ich mach hier mal Chicken. Ich pack mal unser Segel ganz nach oben. Jetzt ganz nach oben. Eieiei. Aber stimmt, ich habe noch das Scharnier, da muss ich auch noch wegtun. Ich glaube, wir haben einen Vogel in unserem Netz. Ja? Ja. Let's see it then. Komischer Vogel war das. Wenn ich wirklich sagen darf, das war ein komischer Vogel gewesen. Vor allen Dingen, der ist hier gehüpft. Anstatt geflogen. Ja, gerade. Hast du schon mal diesen, hast du schon mal so einen Vogel gesehen, der nicht fliegt, sondern hüpft? Ja. Ich sagte, der war so groß. Der war riesig. Riesig war der. Ja. So, ich futter erstmal zwei Melonen hier. Ja, ja, mach ruhig. Ich habe ja auch noch Hähnchenschenkel. Warte Moment. Na, ja. Ah, nee, komm, die esse ich selber. So, ich baue mal noch ein kleines Lager hier rein für mehr Schmelzklamotten und so was alles, weil das wird langsam auch voll. Ja, ich habe halt hier wie gesagt erst letztens ja also vorhin in das Lager gebaut für mehr Essen. Hm. Soll ich mal die Segel setzen? Ja, mach das. Anker lichten. So. Setz die Segel. Da pack mal alles da rein. Hier tun wir mal die Erze rein, nehme ich an.
Also mache ich jetzt so und dann setzen wir die Segel zu neuen Abenteuern. Man muss so reden. Also, wir sind Seemänner. So. Das. Und hier kommt das rein. So. Okay. So, ich habe erstmal genug gebaut hier. Ja. Da, seht euch das an. Ja, warte mal, Seite war woanders, ne? Da kommt der Schrott rein. Ach, Vorhänge hast du auch schon hingesetzt. Das ist ja cool. Ich habe schon lange eingestellt. Ich habe die nie gesehen. Es tut mir leid. Ja. Mein Gott, mein Inventar ist voll leer. Ich hab die Palmblätter. Weg damit. Ich hab in den Mülleimer. Okay. Wo geht's denn als nächstes hin? Von der Kamera, ne? Verhindert das Monster hineinkommen. What? Das sagt man zum Vorhang. Frag mich ihn nicht, was und wieso, ich weiß es selber nicht. 864, 63, 63, okay, das wird grün ist, da gehen wir hin, aber sehr langsam. Ja, Hauptsache hin. So. So, ich habe jetzt einfach mal Seile hier aus den ganzen Palmblättern gemacht, die jetzt halt hier so im Abfalleimer waren. Der knabbert hier unser ganzes Ding weg. Nein. Ah. Na, warte, das baue ich mir gleich zurück. Ich brauche nur wieder Planken, wie sonst auch immer. Im Lager sind genügend Planken. Da sind 21 Planken drin. Wow. Ich denke, oh, ich muss das Scharnier noch immer wegtun. Kann ich mal unser Floß ein bisschen fixen hier. Ach, Plastik brauche ich auch noch. Plastik haben wir nur zwei. Hat man nicht letztens voll viel von? Keine Ahnung. Ist so lange her. Ich muss erstmal die Federn hier wegschmeißen. Nein. Warum sind hier noch gebratene Hähnchenschenkel drin? Weiß nicht. Ich habe hier auch letzten Tag gefunden. Aber ich wurde einfach so da reingelegt. Ach so, ja, genau. Und hier sind nur Samen. Und hier sind noch Mangosamen. Nimm mal Mangosamen mit. Ne, warte, Mangosamen kommen hier rein. Nein. So. Da. Nein, ich bin verwirrt. Kommen wir hier mal Mangosamen raus. Mangosamen, komm mit. Komm mit, Mangosamen. So, warum fehlt da eine Pflanze? Ich weiß nicht, warum da eine Pflanze fehlt. Warum zur Hölle habe ich einen Nagel? Okay, und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was zur Hölle ist eigentlich mit Carsten los? So. Das sieht ja gar nicht gut aus. Was ist mit Carsten los? Diese Verwirrung in der Stimme von dem. Ja, warte mal einen Moment. Ich mache jetzt erstmal ein paar Vorhänge. Ich mache Vorhänge. Dürfte ich hier einen Hut haben, Sir? Dürfte ich Ihren Hut haben, Sir? Ja, dürfte ich Ihren Hut haben, Sir? So, dann tue ich mal ein bisschen ernten, nehme ich an. Aber sonst nichts zu tun gerade. Alles weg. So. Ich glaube, da hinten kommt eine große Insel. Eine große Insel? Glaube. Na, ich höre einen Vogel. Na, der wollte wirklich unsere Blumen wegfressen. Ja. Das sind diese scheiß Schweinebacken, ey. Oh ja, ich glaube, ja, da hinten sehe ich was. Ja. Hoffentlich ist sie groß. Dann gibt es aber höchstwahrscheinlich diese Kugelfische. Ja. Ich werde noch ein paar Vorhänge platzieren. Und noch einige andere Wunder. Vor allen Dingen Wunder. So, De Niro, komm mal her. Komm mal hier in unsere Behausung. Ja, lass mich kurz noch gießen.
auffüllen und ausschütten. Was habt ihr wieder auffüllen? Wo bist du? Hier oben. Also jetzt haben wir jeden Fenster ein dran gepackt. Sehr gut. Ja. Oh, schön. Sieht das nicht schön aus? Kann man auch zumachen, ne? Ja. Dann damit können wir verhindern, dass Monster reinkommen. Ja. Ist das Klo eigentlich jetzt schon andersrum? Ne. Egal. Was dazu? Man sitzt halt einfach dann so mit den Füßen im Holz. Ja. Ja, weil warum denn nicht? Wo ist die große Insel? Nein, wo ist das? Ich sehe sie nicht. Nein. Nein. Da ganz hinten ist. Nein. Lass mal. Aber wir steuern drauf zu. Ne, irgendwie nicht. Unser Segel ist in die andere Richtung, genau. Nein. So. Nein, mach Backboard. Aber wir gehen genau auf das grüne Ding zu. Deswegen möchte ich das lieber so lassen. 552, 550, 549. Wir steuern genau darauf zu. Deswegen will ich lieber dahin. Okay. Vielleicht sagst. Vielleicht ist da ja was Geiles, ne? Ja. Man weiß es nicht. Und hier sind nicht alle Samen platziert worden. Und ist es nicht alles gegossen worden. Ja. Du wolltest mir doch deine Vorhänge zeigen. Nein, ich habe jetzt gerade meine anderen Samen. So. Dann gieße ich eben selber. Da sind Fische drin, da sind das drin. Ja. Na, wie gesagt, die Box daneben, das ist für die Fische. Ich will irgendwo ein Hai. Mann, nein. Bitte. Nein. Oh mein Gott. Ah! Guck mal, wie viel der da schon weggefressen hat. Ja. Kannst du das irgendwie fixen? Ich habe nämlich keinen Kunststoff. Ja, ich auch nicht. No. Nein, kommt Loot. Keine Sorge. Loot? Denn wie wir alle wissen, der Loot ist gut. Gut. Da ist ja auch noch was kaputt. Boah. Mach mich gerade wahnsinnig. Boah, das macht mich so wütend. Sorry. Ich will Sachen auf einmal. Aha. Oh, da. Ist ja auch noch ein Loot. Loot. Gib mir den Loot. Die Planke. Oh. Das war, was du vermeiden solltest. Braucht doch den Kunststoff zum Bauen. Ich brauche auch die Planken und den Kunststoff zum Bauen. So. Nein. Wow, kleiner Leck. Kommst du her, du Stück. Jawohl. Okay. So, ich höre einen Vogel irgendwo. Der wird wahrscheinlich wieder glitschen, wenn ich auf den losgehe. Oh, da war zu hoch. Ja, der tut immer noch weiter Headbang bei mir. Du musst du looten, nehme ich an. Warum muss ich eigentlich die Vögel looten? Wo ist er denn? Irgendwo hier war der. Ich sehe keinen Vogel. Boah. Er hat doch bei mir noch weiter gehadbangt. Also ist er tot. Oh, da, ich sehe die Insel. So, oh, da. Oh. Ja, die sieht groß aus. Ja, setz die Segel dahin. Vielleicht finden wir da einen Screecher. So, wir gehen genau darauf zu, glaube ich, ne? Ja. Noch 354 Meter. Na, hier so. Werden unsere Helden wieder einen weiteren Screecher erledigen. Ich glaube schon. Beim letzten Mal hat's ja auch geklappt. Warum denn? Brauchen wir doch gar nicht. Doch, wir haben den Screecher erledigt. Ja, aber warum sollen wir noch einen erledigen? Ja, warum denn nicht? Ja, da war zu lange. Ich will lieber die Dinger hier finden. Die blöden Kugelfische. Ich glaube, ich bin so langsam tatsächlich an diesen Punkt gekommen, wo man sagen kann, ich glaube, das Spiel hat kein Ende. Ach, wir haben noch nicht.
Wir wissen noch nicht, wie es gerade weitergeht im Moment. Das wird schon kommen. Vogel. Du Stück. Nee. Boom. Ah, jetzt ja. Sehe ich immer. Jetzt sehe ich immer. Yay! Tot. Du kannst sogar den Vogel rupfen. Yay. Und dann kannst du sagen, heute gibt's Chicken. Ja. Na, ich glaube, und ich glaube, oh mein Gott. So. So. Hühnerschenkel. Hühnerkeuchen. Ich glaube, wir bewegen uns von der Insel weg. Nein, wir gehen genau darauf zu. Nein? Ja, wir gehen da ein bisschen dran vorbei. Ich sehe da hinten schon so einen blöden Vogel rumfliegen. Oh nein. Das heißt, wir sind nicht allein auf dieser Insel. Hallo, diese Insel ist nicht groß genug für Mensch und Vogel. Da. Sauna 79. Da ist noch ein blauer Punkt, der ist 2000 Meter entfernt. Ah. Oh ja. Yes. Ich brauche eine neue Axt, wenn wir da hingehen. Ja, habe ich ja schon gemacht. Brauche neue Waffen. Sind immer noch nicht fertig. So, ich gehe mal jetzt. So, Netzen, sack mal wieder alles hier ein. Boah. Wir planken so viel Plastik. Ja, Planken, Plastik. Und wo? Ah! So, was brauche ich noch einmal? Du Miststück! Der knabbert hier uns das ganze Floß kaputt. So, ich brauche eine neue Axt. Ein paar Seile, Seile haben wir genug. Ich sollte mir vielleicht mal bessere Äxte herstellen, aber ne. Nee. Ist mir so verschwenderisch. Das ist verschwenderisch. Man braucht eigentlich nur bessere Waffen. Ja. So, ein damit. Ach, bist du dir wirklich sicher, dass wir darauf zu gehen? Es sieht mir nämlich eher so aus, als ob wir davon weggehen. Komm doch mal näher. Was, aber... Ich bin doch in die Richtung. Hab doch in die Richtung Kannst du den Baum irgendwie da abholzen bei uns? Irgendwie kann ich mit dem nicht interagieren. Ja. Okay, bei mir kommt gar nicht das Zeichen, dass man den abholzen kann. Bei mir auch nicht. Hm. Na, kann man ja nicht abholzen. Ich denke, dass der Baum auch noch nicht fertig ist. Er sieht doch schon die ganze Zeit so aus. Hm. So. Ich hab doch gerade gehört so. Na los, geh mal näher ran, Leute. Strömung ist schon wieder ja nicht. Am Arbeiten, sehe ich gerade. Tag 67. Ja, die Strömung ist näher am Arbeiten. Arbeiten! So. Dann nehme ich mal. Pack dort Holz hier rein, damit ich wieder ganz leer bin. Da kommt das Kunststoff rein. Die Federn können wir wegschmeißen. Ja. Ich denke, dann im nächsten Part gehen wir dann wieder auf die nächste Insel. Ja. Mal wieder ganz andere Abenteuer. Mhm. Andere neue Abenteuer. Neue Gefahren für die Superbrüder. Werden sie es schaffen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Beim letzten Mal hat es ja auch nicht geklappt. Na hier, wer werden wir den Gefahren entkommen? Und was ist das für ein Geruch? So, ich nehme mal die Gemüsesuppe. Pack direkt den nächsten wieder rein. Dann esse ich die. Dann futterst du die. Ja. Mein Bogen ist beinahe kaputt.
Dann machst du dir einen neuen Bogen. Und ich werde jetzt hier erstmal die ganzen kaputten Stellen hier reparieren. Wollen wir mal da hingehen? Ich will erst näher ran. Strömung, die erstmal muss. Ich will da nicht hinschwimmen. Da drin sind Haie. Ja, Schlafenszeit. 0649. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gehst du mal da vorne hin? Blöde Strömung. Diese verdammte Strömung. Jetzt gehen wir da auf zu wieder ein bisschen, glaube ich. Aber das war's für diesen Part. Wir sind schon eine Stunde. Ja. Also machen wir die Insel beim nächsten Mal. Ne? Vielleicht sind wir schon beim nächsten Mal direkt vor der Insel. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen. Ja, weil ich schlafe hier bereits. Aber dann gehe ich auch schlafen. Dann sehen wir uns, dann sehen wir uns im nächsten. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao, ciao.